Der Bruder sagt, wir wissen ja, dass die Verwandtschaftsbande Pflicht ist. Muss ich auch Verwandten besuchen? Muss ich auch Verwandte besuchen, die nicht so religiös leben? Ja, man besucht sie. Aber man achtet auf die Grenzen Allahs. Ich gebe dir ein Beispiel. Du kommst rein bei deinen Verwandten und im Wohnzimmer läuft jetzt irgendein Musikvideo. Eine Frau, die tanzt, als hätte sie Bauchweh, zum Beispiel. Und ihr kennt ja die Familie, mashallah, der Vater mit Shisha-Pfeife und sagt, ja Allah, und guckt die Tänzerin an. Jahil, Akhil Karim. Diese Leute, möge Allah uns bewahren, die haben diesen Jahil. Wie geht man um? Du musst nicht 10 Stunden dort sitzen, sondern das Wichtigste ist, dass du sie grüßt. Du versuchst, 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten mit ihnen zu sitzen. Dann kannst du sagen, schau mal, ich sehe dich so selten. Ist es möglich, dass wir den Fernseher kurz abschalten? Weil ich habe sonst nicht so viel Gelegenheit, dich zu sehen und ich habe mich nach dir gesehnt. Was wird er dann natürlich machen? Anlassen. Auf jeden Fall. Und lauter. Es gibt Leute, mit denen kann man reden. So. Auch wenn du nicht lange dort bleibst, Alhamdulillah, du hast deine Pflicht gemacht. Und wenn aber bei einer Familie richtig, ich kam einmal zu Leuten, als ich durch die Tür gekommen bin, lief die Musik so laut, meine Ohren haben fast geblutet, richtig laut. Und danach gehe ich am Zimmer vorbei, ich war mit meiner Familie an dem Tag, und sitzt ein 18-Jähriger mit Unterhose und spielt PlayStation so. Ich wollte ihm sagen, such in der PlayStation eine Hose, die du anziehst. Vielleicht findest du eine mit deinem Stick, subhanallah. Ehrlich gesagt, ich bin gegangen, weil es gibt Grenzen. So. Und notfalls, wenn bei einer Familie gar nichts geht, dann kann man immer noch was machen? Telefonieren. Heutzutage ist alles leicht. WhatsApp. Du kannst das schicken, eine Nachricht, ein Virus, was du möchtest. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban.